So, da bin ich auch wieder. Ich habe das Schiff geändert. Merkt man sofort an der gelben Farbe und an diesem schönen, ja, ich sag mal, an der schönen Frontscheibe, die auch mit LEDs behaftet ist. Warum auch immer. Vor allem im freien Sichtfeld will man eigentlich sowas gar nicht drin haben. Das ist so wie beim Autofahren, wenn du dann links und rechts an der Scheibe auf immer LEDs dran knallen würdest. Und die würden dich die ganze Zeit permanent von vorne anstrahlen. Macht irgendwie wenig Sinn. Ich bin schon lange nicht mehr mit Licht gefahren, habe ich das Gefühl gehabt. Hinter uns. Ich habe das Gefühl, wenn wir das Licht aus haben, sind wir schwerer zu sehen für den Gegner. Obwohl wir leuchten wie Weihnachtsbaum. Und ab los geht's. Initiiere Torsprung. Challenger. Neues Gebiet, neue Zahnräder, neue Gegner. Oder weitere Gegner. Kryos, ich bin's, euer alter Freund. Nemo, was wollen Sie? Wir sind zurzeit ziemlich beschäftigt. Ich könnte eure Hilfe bei einer Sache gebrauchen. Wenn es wieder um diese verfluchte Kreatur geht. Oh nein, eine Aufgabe vollkommen anderer Art. Ein Kind wird vermisst. Ihr müsst ihn für mich finden. Ein Kind? Was für ein Kind? Mein Mündel, ein undankbares Gör, das beschlossen hat, dass es auf mein Schiff und meine Ausbildung pfeift. Können Sie es ihm verdenken? Was immer ihr über mich denkt. Das Kind wird in dieser Welt keine 2 Sekunden überleben. Zumindest nicht da, wo er jetzt ist. Wenn ihr ihn nicht findet, endet er binnen einer Woche als Sklave der Hohen See oder als Drohne der Bionten. Ich schicke euch jetzt seine Koordinaten. Wenn ihr dorthin fahrt, bitte, bringt ihn sicher nach Hause. Klingt, als würden Sie sich fast Sorgen um ihn machen. Er ist für mich wie mein eigener Sohn. Wenn ihr das tut, werde ich euch hoch belohnen. Das war ein richtig großes Schiff. Schuss aus der Gausskanone. Pow, weg. Sehen, ob wir am Ende eine Entscheidungsmöglichkeit bekommen, das Kind dorthin zu bringen oder dorthin zu bringen. Auf einer Seite hätte ich auch Probleme damit, das Kind zu ihm zurückzubringen. Aber ich habe nur wieder den Waffenfokus bei mir im Hinterkopf, dass wir da von ihm gleich irgendwie eine bessere Waffe bekommen oder sowas. Oder Schild oder. Ja, ich weiß, das Einsammeln ist so ein bisschen langweilig.
Ich kämpfe da zwischen. Hier ist Kaelin von der Tupilak. Erbitte Anlegeerlaubnis. Captain Okabes Schiff, dann mal herein. Willkommen auf der Challenger. Okay. Alles klar. Wo ist das Kind von Nemo? Beziehungsweise das Mündel, was er großzieht? Ich kümmere mich gleich drum. Ich will erstmal gucken. Dead Eye. Gerade gar nicht, wie es bei uns im Frachtraum überhaupt aussieht, wie viel Platz wir noch haben. Also mit der MK5 sind wir gerade ein bisschen übermächtig, habe ich das Gefühl. Aber irgendwann kommt wieder der nächste Gegner, der uns einfach mal so in Grund und Boden ballert. Ach du Heiliger, wir müssen mal anders hinreisen. Okay, machen wir das mal. Initiiere Torsprung. Friedhof. Weil da komme ich nämlich nie ran, wegen dem grünen Gelumpe. Das ist oben. Das sieht aus wie eine alte Ölplattform oder irgend sowas. Ja, nee, das ist zu tief dafür. Es könnte auch eine alte Raffinerie sein. Für, keine Ahnung, irgendwas. Was Raffiniertes. Wieder so ein alter Flügel von einem alten Flugzeug. Ich verzettel mich hier gerade schon wieder.
Nickel, Kupfer, Kupfer, Nickel. Das habe ich später gegenseitig vorgestellt. Okay. Das ist oben. Wo schickt uns Nemo hin? Initiiere Torsprung. Wo schickt uns jetzt Nemo gerade hin? Okay, Nemo hat gesagt, dass der Junge hier irgendwo gesehen wurde. Irgendwo? Schöner Schrott. Hey Kleiner, wir sollen dich nach Hause bringen. Ich habe kein Zuhause. Wir haben etwas anderes gehört. Was machst du überhaupt hier draußen? Hast du einen Namen? Emerald. Emerald Flynn. Und ich will etwas Geschichte erleben. Welche Geschichte? In der Nähe gibt es Statuen. Riesengroße Steinköpfe aus der alten Welt. Ich dachte mir, die könnten etwas wert sein. Du bist hier wegen Geld? Kleiner, hast du eine Ahnung, wie gefährlich es hier ist? Nennen Sie mich nicht Kleiner. Ich fahre zu den Köpfen und dann wieder zurück zu Nemo. Wollen Sie mitkommen? Dann kommen Sie und jammern Sie nicht rum. Wow, er ist etwas aggressiv für sein Alter, oder? Fahren wir einfach los. Da, dann komm mit, mein Kleiner. Nimm mich nicht Kleiner. Bin schon großer Junge. Kann schon alleine aufs Klo gehen. Kann man schon alleine... Heutzutage ist es eigentlich schon ein Armutszeugnis, wenn du sagen kannst, dass die Leute oder gewisse, es sind ja nicht alle, das heißt jetzt nicht gleich, dass ich alle über einen Kamm schere, aber wir haben es schon so häufig gehabt, dass die Leute nicht mal mehr ihre Schuhe zubinden können, weil die nur Klettverschlussschuhe getragen haben in ihrem Leben. Das tut schon ein bisschen weh. Nehme ich da nicht außen vor. Also ich war am Anfang, also wo ich ja Schnürsenkel binden gelernt habe, als Pöks, also als Sechsjähriger, sag ich jetzt mal. Da, als ich es überhaupt gelernt hatte, habe ich mich ohne gerade sehr gut angestellt. Ich musste auch, wieder nichts geworden. Und nochmal. Und nochmal. So habe ich ungefähr 3 Stunden zu Hause gesessen und das einfach mal so immer wieder wiederholt, bis ich es drauf hatte. Und ich gebe auch einen kleinen Tipp. Ich hasse das komplett, wenn Schnürsenkel wieder aufgehen könnten. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Macht in die Enden, wo die pinken sind, also wo die Enden sind, ja, macht da Knoten rein. Da könnt ihr eine Schlaufe machen, komplett ranziehen bis zum Knoten und die gehen von alleine nie auf. Die Pinken rutschen dann nie durch den Knoten. Das ist ein kleiner Tipp von mir, so mache ich das immer. Und die Schlaufen, die stecke ich in die Schuhe rein. Ganz einfach. Da sind sie. Geben Sie mir ein paar Minuten, um sie zu scannen.
Sag mal, Kleiner, wie bist du eigentlich bei Nemo gelandet? Behandelt er dich gut? Mehr oder weniger. Er lehrt mich zumindest etwas von dem, was er weiß. Wo sind deine Eltern? Deine richtigen Eltern, meine ich. Ich weiß es nicht und es ist oh, mir die egal. Osterstatuen, jetzt ist Sie es. Haben mich verlassen oder sind tot. Das macht keinen Unterschied. Nemo hat mich erwischt, als ich auf seinem Schiff etwas klauen wollte. Er war wohl beeindruckt. Er wirkt nicht wie der Typ Mensch, der leicht zu beeindrucken ist. Ich bin hier fast fertig. Ich... Biontenpatrouille! Vorsicht! Komm hinter uns, Kleiner. Den Teufel werde ich tun. Beschützt ihn, er ist total verrückt. Du und deine Wumme, man könnte dich Deadeye nennen. Deadeye? Das gefällt mir. Komm schon, Flint. Bringen wir dich zurück zur Nemos Schiff. Er ist Krankvorsorge um dich. Also, sofern er fähig sein sollte, sich zu sorgen. Cool, da krieg ich vielleicht doch eine neue Wumme. Das, was mir gerade so aufgefallen war, er scannt die Statue. Das ist auch eine von den Osterinseln. Okay. Das wird aber nie alles gewesen sein, was mir hier als Beyond entgegenkommt. Oh, Nemo? Hier backt gerade was rum. Vielen Dank, Kryos. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Nemo, meinen Sie, dass es im Interesse des Jungen ist, ihn hier zu behalten? Kann er hier eine normale Kindheit haben? Ihr seid neu in dieser Welt, Kryos. So etwas wie eine normale Kindheit gibt es nicht. Nicht mehr. Und Emerald Flint ist ziemlich speziell. Habt ihr je vom archimedischen Punkt gehört? Ja, sicher. Klär uns bitte auf, Fedor. Der archimedische Punkt ist ein philosophisches Ideal. Ein Weg, sich so vollständig von dem Objekt seiner Studien zu lösen, dass man es in seiner Gesamtheit ohne subjektive Einflüsse in Bezug auf die ganze Welt betrachten kann. Was hat das mit dem Jungen zu tun? Ich habe lange genug gelebt, um an mehreren Orten zu existieren. Wenn ihr mich jetzt tötet, wache ich irgendwo anders wieder auf. Die Naniten in mir... Sie ermöglichen meinem Bewusstsein, den Tod zu überleben, so wie bei den Bionten. Sie erlauben mir, die Welt von einer höheren Stufe aus wahrzunehmen, aber mit intakten Emotionen. Vollkommen menschlich. Okay. Sieht Okabe nicht ähnlich, die Brücke zu verlassen. Hier stimmt etwas nicht. Ich sehe die Wege, die jede Partei einschlägt. Die Ordnung der Geschichte, wie sich die Dinge entwickeln. Und an diesem Punkt sehe ich eine Dynastie, die 1000 Jahre überdauern wird. Dieser Junge,
Dieser Dead Eye, wie ihr ihn nennt, ganz Aqua, wird von seiner Geschichte überschattet. Er wird uns alle retten, wenn er die richtige Führung erhält. Also er will einen neuen Messias. Sie meinen, er ist so eine Art Messias? Nein, ganz und gar nicht. Nur, dass er die Geschichte prägen wird, ebenso wie ihr. Vor dem Ende muss ich noch Orte aufsuchen, Dinge erledigen. Entschuldigt mich, Kryos. Ihr müsst eure eigene Reise fortsetzen. Aber viel Glück. Wir alle zählen auf euch, wisst ihr? Worauf zählen Sie? Was meinen Sie damit? Na los, Nabila, wir müssen. Der Kerl spricht doch immer nur in Rätseln. Okay, wir haben eine neue Waffe bekommen. Aber eher so sekundärmäßig. Ein bisschen Munition zu herstellen. Oh, voll. Jetzt noch ein bisschen Railgun-Munition, wenn es geht. Alles klar. Na, die Munition, die geht mir eher so. Keine Ahnung. Ich mag diese Waffe nicht. Auch wenn dieser Gedanke mich sehr fasziniert, dass das eine Waffe ist, die sich der Schiffskörper durchfrisst. So, jetzt sind wir gerade wo? Eine Kreuzung. Wir sind gerade Westrand. Okay. Keine Ahnung, wo wir gerade herkommen, hinkommen. Ich gebe jetzt einfach das ein. Zack. Oh, da drüber müssen wir. Ist doch gar nicht so weit weg. Da sind wir wirklich gerade mehr gereist für den kleinen Jungen, als wie das, was wir jetzt zurückreisen. Farbe muss man ändern, das. Ja. Erstmal wieder Sprungtor. Initiiere Torsprung. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Die Richtung. Zeig mir mal bitte die Karte. Wir sind hier oben, müssen wir hier runter, okay. Wir können auch mal einen großen Bogen fahren. Da haben wir die Folge auch durch. An den großen Bogen fahren, weil wir sind schon bei 23 Minuten. Richtig, richtig. Außerdem, mal sehen, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ich finde es auch geil, ich finde es auch interessant, dieses eingeengte Gefühl, weil man ja nur so ein gewisses Sichtfeld nur hat. Wegen dem Raum, wegen dem ja, Tiefseeboot. Hier rechts von uns. Einmal oben, einmal unten.
nicht. Bis auf ein paar Kisten. Da habe ich gerade da hinten irgendwie. Ist er ein bisschen weiter links? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Aber oben, wie gesagt. Also von außen. Ja, langsam müsste es doch mal. Und wären wir mit dem Schwabbler überhaupt hier reingekommen? Nano. Es war wirklich ganz knapp. Ach, wir waren hier auch hochgekommen. Naja. Hab ich wieder mal ein bisschen Umweg genommen. Naja. Mit 35.000 mal andotzen. Ich glaube, die Gegend heißt nicht umsonst Friedhof. So eine Nahtechnik wäre auch geil. Sagt, das Licht bringt nicht gerade viel. Das verschwimmt wohl eher noch ein bisschen eher mehr die Sicht. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass es ein bisschen so manchmal hier so ruckartig rüberkommt. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Aber ich denke mal, mit Joystick wird es auch nicht gerade fließender aussehen. Initiiere Torspiel. So, jetzt sind wir wieder bei den Challenger. Zeigen wir mal bitte die Karte. Okay, hier müssen wir hin. Bevor wir jetzt weiterreisen, mache ich hier einen Cut. Wir sind jetzt bei 29 Minuten ungefähr. Mehr natürlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, lege an und rede mit Don Delut. Bis dahin.